Hey Leute, willkommen zurück zu Pokémon Infinite Fusion of Black Rabbit RPG mit Diana. Hallo. Moin. Diana hat heute die Aufgabe, Zapdos zu fangen. Na. Mhm. Aber also ich drücke jetzt all das, was sie will. Also, wenn es jetzt schief geht, ich weiß nicht. Willst du es zuerst schwächen? Ja. Okay. Du musst ja auch so mit was? Flame Wheel. Flame Wheel hätte die Dame gerne, jawohl. Ein Flame Wheel zum Mitnehmen. Die Denne mit Gardevoir, oh Gott. Die Denne. Bitte nochmal. Bitte nochmal, Flame Wheel, jawohl, nochmal. Viel Erfolg, Diana. Ich schaff das. Bitte noch einmal. Bitte noch einmal. Okay, machst du noch was anderes oder drück jetzt mal gleich noch? Hey, wenn ihr meckert, ja. Darfst du gleich wieder selbst. Sehr schön. Meinst du, du schaffst einen Hypnoseversuch mit Gappo? Ich glaube leider nicht. Versuch ihn mal einzuwechseln. Okay, wir versuchen mal Gappo einzuwechseln. Deiner will Gappo. Es wäre ja schön, wenn das ginge, ja. Und jetzt Elektroattacke. Nee, okay, perfekt. Aber ich glaube, es war schneller, oder? Bin mir nicht mehr sicher. Bin mir nicht sicher, ob es schneller war. Naja, ist schneller. Nee, keine Chance. Keine Chance. Gut. Ist halt auch nicht Full Life, aber wahrscheinlich wäre es sowieso. Ja, Flug und Wasser. Ja, dann schick nochmal Cerberus rein. Cerberus, geht wieder rein. So. So, und jetzt einen Hyperball. Jawohl, Moment. Back, Bälle. Meisterball hat sie gesagt, ne? Hyperball. Los geht's. Bäm. Soll ich den Knopf irgendwie 10-mal drücken inzwischen? Einfach? Einfach relax. Nicht wie am Gameboy, okay. Was hätten sie als nächstes gerne? Ja, werf wieder drauf. Ich werf weiter Hyperbälle. Ja, das ist das Einzigste. Immer schön. Gemütlich sein und Hyperbälle werfen. Genau. Es hat nicht mehr gewackelt. Ja, aber trotzdem. Das ist Wahrscheinlichkeit. Weiter Hyperbälle? Ja. Okay, weiter werfen, weiter Hyperbälle. Die Genki Dama Power im Chat ist real. Dreimal gewackelt. Oh Gott, wie kannst du da ruhig bleiben? Die hat nicht mal gezuckt, die Dame. Ja, weil ich. Was geht in Super Saiyajin? Ich bleib drin, wenn es drin ist. Einfach weiter, bis die Bälle leer sind. Bis die Bälle leer sind. Was eine krasse Strategie. Erzähl mir mehr. Zapdos braucht die Gärte. Okay. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ich will jetzt erst sagen, wenn ich gleich drin bleibe, dann ist es heute unser Abendessen. Ah. Die sitzt hier so seelenruhig, ne? Die sitzt hier so seelenruhig. Und ich so, oh Gott, bleib drin, bleib drin. Ich könnte es eine Stunde machen. Bist du es halt mal drin? Oder? Oh Gott. Ja? Es wackelt nicht. Es wackelt nicht. Ich werf weiter. Ich werf weiter. Es ist ihr Befehl. Da! Ah! Okay, zwei überlebt er, glaube ich, davon. Okay, Tech wird größer. Krass. Guck mal, sie unterstützen uns zumindest alle. Ja! Gekütama! Gekütama! Stimmt, Schnups, ja. Agility war auch dabei. Alter, das hat er schon wieder dreimal, ja. Aha, und jetzt ist Cerberus down. Welches Pokémon wollen Sie als nächstes? Ist die große Frage. Aber das Wackeln ist an sich auch schnupsegal. Es ist nicht schnupsegal. Welches Pokémon? Dann mach mal Ampharos. Unser Kuscheltier, los geht's. Was? Schnupsrepp, was? So, weiter Bälle werfen. Weiter Bälle werfen, jawohl. Wir haben ja nichts mehr, um den Status zu verändern. Doch, er hier kann paralysiert. Was? Wie? Habe ich doch vorher auch. Aber nur indem er angegriffen ist. Ja. Ja, also. Aua! One hit! Oh Gott, man merkt die Erhöhung. Das hätte sich erst nächstes. Sensor. Sensor, los! Los, Sensor! Aber das verstehe ich nicht. Muss er überleben, damit er... Oder ist nur eine Wahrscheinlichkeit? Wir haben keine Überbälle mehr. Und jetzt? Ja, dann machen wir halt mit den Great Balls weiter. Great Ball, also los! Also mit den Superbällen. Great weiter. Ball, los! Great Ball, los! Zweimal gewackelt, Dein hat volles Vertrauen in ihre Fähigkeiten. Was? Nö, ich habe einfach Ausdauer, das hat. Weil ich mache jetzt aber nicht 5 Folgen Zapdos fangen. Diese Ausdauer habe ich nicht. Ja, du musst halt ja keine 5 Folgen Zapdos fangen, sondern du machst das off Aufnahme so lange, bis es drin ist. Off Aufnahme. Wenn es weitergeht, ja. Also wenn wir jetzt diesen Versuch nicht fangen, dann werden wir so tun, auf jeden Fall, ja. Aber noch sind wir in deiner Strategie drin. Nicht deine Strategie ab. Die Leute müssen noch lernen, wie das funktioniert.
Einfach ruhig bleiben und Bälle werfen. Einfach ruhig bleiben und Bälle werfen. Ja, was willst du anderes tun? Ich weiß nicht, in Panik geraten und Bälle werfen. Ja, schwächen, Status verändern. Klar, man hätte vielleicht wirklich noch den Flottball am Anfang werfen können. Das ist das Einzige. Stimmt, das können wir versuchen. Ja. Aber sonst, was bringt es dir? Ja, ja. Also alleine macht es sich klar, ja. Ach Gott. Auch bei 1%. Also es... Ja. Auch dann kann es beim ersten Mal drin sein, logischerweise. Ja. Einfach chillen und was trinken. Einfach ruhig bleiben und schwimmen, schwimmen, schwimmen. Richtig. Einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Ich glaube auch 20 Folgen, ja. Nee, wir versuchen jetzt einmal, wie gesagt, deine Strategie und sonst müssen wir halt einen Cut machen und dann weiter aufnehmen, sobald wir es haben. Holt ihr schon mal einen Kaffee? Ich habe was Besseres. Ah, oh, zapp das. Er ist schon Max Speed. Er ist schon Max Speed. Er hört nicht auf. Ja, so oft Agilität eingesetzt. Ja, theoretisch können wir ihn gar nicht mehr erwischen mit dem Ball. Er fliegt immer weg. Special Attack ist auch schon auf Max. Er ist komplett gebufft. Er traut sich nicht anzugreifen, weil wir einen Boden-Pokémon sind. Es wackelt immer nur einmal. Sehe ich das falsch? Oh Gott. Er ist jetzt bald verzweifelt. Dann sind wir aber auch weg vom Fenster. Zweimal. Chili D, ja, er greift immerhin nicht an. Wir können in Ruhe einfach weiterwerfen. immerhin nicht mal gewackelt. Aber immerhin können wir einfach weiter Bälle werfen. Es tut einfach nichts mehr. Ja, ja. Oh, wir sind leer. Was? Gar keine Bälle mehr? Ja, wir haben jetzt noch Mondball, so, Premiumball. Dann werfen wir den Premium. Premiumball? Ja, Premiumball. Für Evador. Hashtag Evador Premiumball. No. Dann werfen wir einen Mondball als nächstes. Ich glaube, der ist down. Ja, okay. Wir haben noch einen Pokémon, also wahrscheinlich jetzt einen Versuch nur noch. Weil ich glaube, der war One-Hit, ja? Einen Versuch noch mit unserem Sichler. Einen Versuch noch. Dann wollen sie jetzt einen Mondball. Ja. Jawohl, Mondball, Flieg und Sieg. No. Dann gibt es einen Neustart. Neumelig? Okay. Oh, dann vom Pokéball. Ein Pokéball, jawohl, Pokéball. Ich dachte, ich gebe jetzt schon Neustart. Wir werfen doch. Nicht aufgegeben. Zweimal gewackelt beim fucking Pokéball. Hat trotzdem nichts zu heißen. Jetzt sind wir da. Schade. Neustart. Bedeutet aber auch, wir machen jetzt hier einen kurzen Cut im Video und werfen weiter Bälle. Bis gleich. Leute, es ist endlich drin. Wir haben es gefangen, nachdem Yay! Wir ihm gedroht haben, dass wir es essen. Ja. Ach, Gott. Es wollte nicht über den Grill in den Backofen und frittiert werden. Ach, Gott. Wir haben es, Leute. Wir haben es. Nickname, nein, danke. Ach, Gott, wir haben es. Oh, und lass mich jetzt bitte ein Fluchtseil auch noch haben, Leute. Aber wir werden jetzt DS Zapdos in ins Team nehmen und direkt zu Pyro gehen. Weil ich wüsste, wo der Flugzeug war. Also ich finde es ein bisschen schade. Ich bin gerade so warm geworden, wie ich es gerne zubereiten würde. Ja. Nein, er hatte so gute Ideen. Füßchen, Bierteig oder ich habe schon vergessen, was genau, ich machen wollte. Genau, und dann in die Fritteuse. Ja, in die genau Fritteuse. Genau wie den Schnabel. Schnabel auch. Lade nochmal neu. Ja, und mach ich. Ah. Gott, ey. Bekomm Hunger. Ja, Stupsi, leider, aber Zapdos ist doch nicht mehr auf der Speisekarte. Es wird doch mitgenommen. Hier unten ist es. Perfekt. Zapdos, mitnehmen. Ins Team. Gegen... ja, prinzipiell eigentlich erstmal egal, weil es ist eh nur erstmal da drin für das... für den Arena-Kampf. Wir dürfen mit Zapdos beginnen, glaube ich, ne? Das richtig gesehen habe. Zapdos und Feuer-Pokémon, Labrador, richtig. Das sag mir aber nicht. Ich habe echt noch keine Ahnung, was wir da machen. Vielleicht fusionieren wir wirklich zwei Vögel, also legendäre, keine Ahnung. Was machen wir wegen der Zeit? Evadors Stoppuhr? Vergessen, ich glaube, 5 Minuten waren es vorher. Wenn ich hier, kann auch eine längere Folge sein. Oder eine kürzere. Es kommt auf einmal, das Wichtigste ist, dass wir jetzt mal versuchen, Pyro zu töten. So. Nein. Ja, ich rede von töten, nicht von besiegen. Rabbit meint das nicht so. Das ist ein Übersetzungsfehler. Ein Übersetzungsfehler? Die, Von Österreichisch auf Deutsch, ja. Ja, richtig.
Lugio, Ho-Oh, ja, die kommen auch noch. Ach, so schön. Speichern? Mhm. Yeah, Baby. Gespeichert. So, rein da. Das erste war ja... War das erste ein Wasser-Pokémon? Nee, Moment mal. Mal kurz mal überlegen. Das war das erste Pokémon. Es war fast alles mit Wasser kombiniert. Das erste auch? Eben, das war das erste Pokémon. Das zweite war auf jeden Fall dieses scheiß Tentoxa. Aber das erste? Tentoxa mit wohl... Das erste war was anderes. Ich habe jetzt sehr was begonnen, das war easy, oder? Elektrofeuer, ja passt. Okay. Celebi schläft nur. Speichern nochmal zur Sicherheit. Habe ich schon. Celebi, ja. Celebi schläft nur. Wer Pokémon Feuergrün von mir und deiner gesehen hat, weiß, dass Celebi nur schläft. Stehen, Wolterball Vulcano, genau. Die vergesse ich immer wieder. Ja, die verstören mich nämlich, der linke vor allem. Vor allem, die laufen auf zwei Beinen. Die haben keine Hinterläufe. Weiß nicht, was ich angegriffen habe vorher. Aber sie haben auch keine Hände. Die tun mir echt leid. Ja. Den haben wir easy getötet. Genau. Und jetzt kommt es den Toxer, weil ich jetzt auf Zapdos wechsle. Wir gucken mal. Ist es das? Tentales. Ja, genau. Da wächst. Er hat vier Pokémon. Scheiße, ne? Hier brauchen wir jetzt Zapdos. Genau. Das ist jetzt erledigt. Wasser. Wir haben einfach Zapdos. Das ist doch schön. Ja, jetzt komm, hopp, Zapdos. Jetzt zeig, dass wir dich zu Recht nicht gegessen charge, haben. Charge, discharge. Charge war das, ne? Oder discharge. Das war jetzt der Angriff. Ich weiß es nicht. Kannst du dann nicht sowas wie aufrufen nee. In der Beschreibung? Nee. Leute, was meinst du, Angriff? War charge aufladen und discharge hier? Ich hab keine Ahnung mehr. Charge ist aufladen, oder? Lass mich raten. Aber ist in der Flug auch noch, aua. Macht nicht zu viel Damage. What the fuck macht der viel Damage? Charge ist aufladen. Hm, war doch klar. War doch klar. Aber ist wahrscheinlich auch nicht ganz so schlecht. Wegen. Verteidigungserhöhen. Macht jetzt immer Flammenwurf, dann haben wir ein Problem. Ah, sieht gut aus. Jetzt Discharge. Theoretisch dürfen wir nicht down gehen. Wir haben so viel Verteidigung jetzt. Nö, genau. Discharge. Ah, nicht One-Hit. Und paralysiert, aber. Okay. Oh Gott, das ist echt harter Kampf jetzt schon. Er ist paralysiert. Ich hoffe darauf, dass er paralysiert bleibt. Oh, der macht auch Full Restore. Ah. Okay. Ah, scheiße. Discharge. Er ist schneller, wissen wir ja. Scheiße, das ist gar nicht so einfach. Schöner Damage. Paralysiert heißt, wir greifen ja zuerst an eigentlich. Ja, okay, das ist down. Unser größtes Problem ist erstmal down. Aber war das der stärkste Gegner? Das wissen wir gerade, er hat mich noch zwei Pokémon. Richtig. Wir wissen nicht, ob das sein stärkstes Pokémon war. Chardactyl. Oh, das ist ein Glurak Aerodactyl. Was machen wir denn dagegen? Boah. Wasser, ne? Ja, Wasser. Das sieht geil aus. Der Mund, oder? Der Mund. Wunderhübsch. Fireblast. Aber könnte sein, dass wir das doch schon gesehen ja, haben. Ja, ja, ja. Dann hatte ich vorhin Unrecht. Oh Gott, guck mal, wie wenig Schadenswürfe macht. Kapo. Nein, Kapo. Du bist low level. Der macht Fireblast. Oh Gott, so viel Schaden das macht, obwohl es nicht effektiv ist. Oh Gott, Level ein Problem. Oh Gott, Kapo, scheiße. Kapo. Ich versuche mal zu heilen. Ich überlege gerade, was wir sonst machen können. Oh, er hat das. Hat's ausgerechnet. Er hat noch was. Das ist so gemein. Das ist so gemein. Sogar das sieht toll aus miteinander. Gib mir endlich ein Zeichenbrett. Ich will relaxen. Soll ich jetzt Arcani nehmen, by the way? Feuer? Macht das Sinn? Naja, gegen Giflor. Aber das andere ist. Auch Pflanze Feuer. Und Boden. Ach, keine Ahnung, ich wechsle mal. Ich habe Angst um meinen Kappa auf jeden Fall. Relaxo-Flashbacks, ja. Das ist so fies, Mann. Schaut, wie schön es ist. Starbeam. Was? Solarbeam? War das gerade. War das gerade Solarstrahl? Mhm. In einer Runde? Ist Sonntag aktiv? Eigentlich nicht. Ich versuche einfach mal anzugreifen. Scheiß drauf. All in. Es ist echt schneller als ich. Es ist schneller als ich. Es ist ein Pferd, es ist flott. Und es ist nicht effektiv und es ist schneller, sie macht so viel Damage. Das Spiel ist so unfair. Okay, wir gehen rein mit Psycho.
Guck in mein Auge, guck in mein Auge. Nein! Warum kann jeder diese Flammen, Flammen... Oh Gott, das macht so viel Schaden! Dieses Flamethrower ist schon wieder da, wie damals der Gigasauger. Ich habe Gigasauger-Flashbacks. Gigasauger-Flashbacks, Leute. Flug und Stein. Mach nochmal Charge. Theoretisch müsst ihr ja noch gute Verteidigung haben. Was? Hä? Aber meine Verteidigung kann doch nicht gesunken sein inzwischen. Hä? Warum ist das so stark? Aber das macht keinen Sinn. Ein Max-Beleber? Ich glaube nicht. Warum ist das eigentlich so richtig, richtig krass stark? Es ist ja nur ein Nur und einfach ein Duflo. Aber mit einem Galopper. Max Revive. Scheiß drauf, wir holen. Flugi. Flugi ist zu Tode. Ich kann gerade nicht. Aber theoretisch kann das jetzt auch nicht so viel Damage machen. Nö. Aber er hat ja Pflanzenattacken. Warum setzt er nicht ein? Oder hat er keine? Wer weiß. Also es kommt drauf an. Es ist echt fliegen? Denkst du nicht? Ist nicht Pflanz. Ich habe Everdonner vorgelesen. Okay. Könnte es nicht einfach sein? Ist alles schneller als wir. Es wird auch immer nur ein Typ übernommen. Ja. Kann es vielleicht sein, dass es gar keine Pflanze mehr ist? Weiß. Sondern Gift oder so? War Gift noch nicht beides? Gift und Pflanze? Ach ja, wenn man sich nicht mehr erinnern kann, ich schaue nach. Ah, One Hit! Sehr schön. Das interessiert mich jetzt trotzdem. Was war das letzte Pokémon? Schon vergessen. Ah, das. Okay. Duflor, nicht Giflor. Ich glaube, ich habe gerade Giflor gesagt. Entschuldigung. Danke, Everton. Ich habe noch ein Problem mit dem Klurak. Mir macht kein Damage. Und ja, Duflor ist Giftpflanze. Also hat es wahrscheinlich gar keinen Pflanzentyp mehr. Es ist Fireblast. Kabusch. Macht so viel Damage. Ist nicht effektiv. Mhm, das ist richtig gerade. Richtig effektiv. Vor allem, er kann ja auch sein Pokémon auf voll heilen. Haben wir noch einen Top-Heiler erstes? Ne, haben wir nicht. Max Potion nur noch. Max Ether Full Heal. Ich kann es nur versuchen zu heilen eigentlich. Scheiße. Es ist Fire Blast, mach mich einfach fertig. Es ist viel zu schnell stark. Ah, Aerodactyl ist so extrem schnell. Burn, burn, burn. Crunch, oh, Knirscher auch noch. Okay. Aber ich habe noch einen Surfer rausbekommen. Nein! Komm, das Fitzelchen muss doch irgendwie... Nee, er heilt's jetzt. Ich wette alles drauf, dass es jetzt geheilt wird. Aber. Nein, Skydrop. Was ist das? Aber, oh Gott. Nein! Boomerang geht nicht! Nein. Ich habe keinen Heiler mehr, ne? Das ist doch so wenig. Das ist doch so wenig. Das gibt's doch nicht. So knapp vom Ziel. Das kann nicht sein. Nein. Rabbit hebt seinen Arm. Ich hab... Ja, richtig, mehr. Nico. Ich hab Turbo-Tempo vergessen. Und mir Fireblast bekommen. Oh mein Gott. Pyro besiegt instant speichern. Oh mein Gott, war der Kampf krass schwer. Guckt euch an, Leute. Ein Orden fehlt noch. Es ist Giovanni mit seinen Gesteins-Pokémon. Ne? Giovanni war Gestein, ne? Mit seinen Rizeros und ja, so weiter. Ja, Rizeros, Geowatz. Genau. Und da hoffe ich, dass irgendwie Bisa King glänzen kann. Aber ich dachte, dass er... Boden. Ja, Boden. Und ich denke und hoffe, dass da Bisa King richtig hart glänzen kann. Ne? Und sonst müssen wir halt noch trainieren. Ne? Ich werde auf jeden Fall versuchen jetzt. Ne? Wir werden mal kurz hingehen. Oh, diese Folge noch? Ich glaube, diese Folge noch. Ich weiß nicht, wie lange wir noch Lavados holen. Giovanni verkauft ja eine Pizza. Lavados holen. Jörg müssen wir auch noch machen. Ja, nicht jetzt, aber. Ach und Krach Pyro besiegt. Was? Das war easy. Pff. Was heißt der Ach und Krach? Hast du es gehört? Der Ach und Krach gesagt. Ich hoffe, er schämt sich, ne? Aber du schämst dich ein bisschen. Vielleicht hat er auf Mewtwo. Ja, ich würde mich auch nicht wundern. Würde mich auch nicht wundern. Kauf Bälle. Brauche ich bei Giovanni ja nicht. Erstmal
Geht nicht, muss erst Giovanni besiegen. Ah, okay, sowieso. Ja, dann passt ja. Ich wollte sowieso dahin. Wir werden uns mal ganz kurz Giovanni angucken. Wo war der in der Stadt hier? Ich glaube, oder? Nee, es war eins. Der war doch gleich in der ersten. Ja, Stadt, ich war gerade eins zu niedrig, glaube ich. Jupp. Eins zu niedrig. Ich habe die Insel nicht mitgezählt. So, hier. Los, Gappo. Flieg und sieg! Aber ich habe echt ein bisschen Schiss vor Giovanni, ne? Dass das nämlich der Gegner wird, wo wir uns alle im Klaren sein werden, müssen, sollen, dass wir irgendwie versuchen müssen zu leveln. Aber erstmal die Arena finden. Hier ist sie. Hä? Around China Bar Island Laboratory? China Bar. Was? Wo ist der? Nicht hier. Vielleicht ist er noch in dem Labor, wo Mewtwo ist. Vielleicht müssen wir den Ausbruch noch beobachten. China Bar Laboratory? Hier, ja. Hier ist die Insel. Aber wir waren doch überall unten. Hä? Wir waren doch in dem Labor drinnen komplett. Hä? Wir waren doch unten drin im Keller, Leute. Oder kann ich jetzt nach rechts gehen? Ah! Nö, auch nicht. Hm. Hast du einen Schalter aktiviert? Halt die Schnauze, oder? Er mit seinem Schalter immer. Ja, aber Rabbit, hast du? Da war ein Schalter. Wo? Hier drin? Das ist sein Running Gag. Achso. Im Labor. Schalter links. Ja, im Labor bekommst du ein D. Ist das hier drin? Ist das das Labor und im Keller? Ja, oder? Ist das das Labor, oder? Im Keller, oder? Also wir waren doch überall. Wir haben doch Mewtwo gesehen. Wir haben doch alles gesehen. Nein, schreibt einer. Hä, was war doch hier, oder? War das nicht hier? Ja, wo dann? In dem Labor? Aber hier haben wir doch gerade erst Labor oder so. Wo soll das sein hier? Ah, jetzt sind zwei Türen aufgegangen. Ah, wer bist du? Psyche, Phew. Nee, danke. Ja, hier ist auch nicht. Oh, ich habe ihm gerade das Fossil gegeben. Okay, ich habe gerade ein Fossil bekommen. Okay, das wir tauschen hier nur. Ponita tauschen. Raichu tauschen. Tun wir doch niemals deiner. Hi. Was? Nee. Hä, wo soll der sein? War doch im Labor. Hier ist doch das Labor. Hä? I'm verwirrt. Hm. Hier in dem Gebäude noch was? Das ist ein Panzer Aeron? Hm. Ich weiß gerade echt nicht, wo das war. Ich bin auch ratlos. Jutsu der Verwandlung, wahrscheinlich. Was haben wir jetzt eigentlich für ein Pokémon genau bekommen? Ich habe den Namen nicht ganz gelesen. Move. Ah, das haben wir bekommen. Guck mal, den kleinen Rampok-Dino. Ah. Ah. Rampok-Dino. Erstmal kurz hier zwei Pokémon noch rüberschubsen. Aber ist echt eine gute Frage. Wie jetzt? Wo ist Giovanni? Hä? Ich war doch gerade im Labor. Muss ich echt nochmal nach unten? Bla bla bla. Ich bin ein bisschen verwirrt. Und Gesundheit, ja. Hm. Danke. Hä? Leute, ich glaube, wir gehen das erstmal jetzt suchen und beenden die Folge an dieser Stelle. Ich glaube, die ist ein bisschen kürzer als sonst. Aber hey, wir haben Zapdos. Wir haben Pyro besiegt. Wenn das nicht eine erfolgreiche Fusion. Ah, Fusion. Folge war, dann weiß ich auch nicht, oder? Voll die Fusion, Mann. Voll die Fusion, Mann. Leute, wenn es euch gefallen hat, gerne abonnieren hier bei BlackRabbit.rpg und schaut bei Diana vorbei in der Videobeschreibung. Schaut gern vorbei für mehr geilen Scheiß. Du holst mich jedes Mal, wenn ich das sage, ne? Leute, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Tschüssi.